Und machen weiter. Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Total War Rome 2. Ich bin Executrix und wir haben erfolgreich jetzt zweite Schlacht gegen die Gallier. Führen wir. Und ist nicht ganz klar. Denn das hier ist jetzt ebenfalls eine schwere Schlacht mit Einkesselungstaktik etc. Okay, der General, es sind noch 38 Mann. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall eine harte Schlacht werden. Ja, die sind geschockt, die sind geschockt. Sind sie auf engstem Raum zusammengedrückt, jetzt können sie die Formation eigentlich nicht mehr. Also jetzt müsste die Schlacht rum sein, jetzt hauen immer mehr Truppen ab. Aber die... Aber diese Armee hier hat jetzt auch einen harten Preis gezahlt. Das sind jetzt noch zwei schwere Phalanx-Einheiten. Alle wieder im Kampf sein. Das kann es auch nicht mal lang gehen, bis hier alles zusammenbricht. Also wir haben jetzt wieder eine Schlacht gewonnen, die laut Autoberichtung nach einer Niederlage aussah.
Der Nachschubgepäckzug stürzt sich auf die Flüchtenden. Ja, die sind völlig eingekesselt. Und da hinten das rettende Lager in Sicht. Hier haben es auch das andere Problem. Die Frage ist halt, wie lange geht es noch, bis die jetzt zusammenbrechen? Die ziehen sich zurück. Das war ein richtiges Gemetzel. Sehr schön, der hat endlich auch dran glauben müssen. Oh ja, hier ist ordentlich Blut geflossen. Knapper Sieg. Ja, der Lucius Cornelius Scipio haben wir die feindliche Armee unter Argaunos zerschlagen. Wir selbst haben auch nur wieder bei 3 Einheiten schwere Verluste hinnehmen müssen. Aber ja, diese Armee war kampfstärker als die andere, die war erfahrener. Wenn ich mir die Killpunkte angib, 300, also ohne Reiterei hätten wir hier nichts machen können. Fast 400 durch die eine. So, ich flüchte mich mal hier hin, um hier den Schutz der Helvetier zu haben. Und als nächstes werden wir dann hier die Einheiten hier mal zusammen schustern, die hier nicht so bewandert sind. Die Kavallerie 36, 31, das wären noch eine. Die Prinzeps könnten wir mit der und der hier zusammenlegen. Das sind 86 Mann. Hier fehlen 45. Die Sollstärke ist erreicht. Die Prinzeps. Die beiden Hastartes könnten zusammenlegen. Könnten wir die hier und die hier zusammenlegen. Die beiden Hastart, die Einheiten. Ah. Können wir nicht gerade Söldner anwerben, um die 3 Lücken aufzufüllen? Eine Kavallerie und 2 Infanterie. So, und schon ist hier die Lücke gefüllt. Hier vorne machen wir das Gleiche. Schauen wir, das war Angriffsstärke nach oben und Verteidigungsstärke nach oben.
Und hier ein Bonus gegen feindliche Agenten. Aber auch hier müssen wir jetzt gucken, dass wir die Einheiten sinnvoll zusammenlegen. 124, 114, 10 und 177. Auch hier werden jetzt die Einheiten zusammengelegt, die hier wirklich hart gekämpft haben. Jetzt haben hier auch Einheiten, die schwer gelitten haben. Kavallerie, wie sieht's denn hier aus? Wir hätten Bogenschützen und die hier zur Verstärkung und hier oben. Hier sieht es schlecht aus. Und hier steht die erste Legion bereit, um den Angriff durchzuführen. Während die vierte Legion hier hinten immer noch unterwegs ist, um ich geht gerade mal auf Rundreise. Ich hoffe, wir können jetzt hier in Rom weitere Truppen ausheben. Können wir euch die 5. Legion ebenfalls da hochschicken. So. Die Infanterie wäre gegeben. Drei, vier, die wären ebenfalls. Und oben, wenn man Aretinium noch einmal 200 Mann produziert hätten, ja, das passt. Dann können wir die mich auch hochschicken. Jo. Hat sich am Kräfteverhältnis ein bisschen was geändert? Nee, offenbar nicht. Schauen wir uns gerade mal die Diplomatie mit Massalia an. Das müssen wir im Auge behalten. Massalia. Worms Averni. Haben die Abkommen mit den Avernern. Wait. Aha. So, Join, Cancel, no. Aggression Pact. Nein, nein, den brauchen wir noch. Also wir haben nicht Angriffspakt. Ich möchte, dass sie nicht Angriffspakt gegen die Averna brechen, wenn es möglich wäre. Ja, die haben den Militärzugang mit den Avernern. Na komm schon. Schade. Ja, die haben sich auch gut abgesichert. Okay, wir wissen, was da oben steht. Wir müssen wissen, was hier unten ist. Kommt die Verstärkung angerückt? Wenn ja, müssen wir das wissen. Also da oben scheint nichts mehr zu sein, nichts mehr zu stehen. Weder hier, noch hier, noch hier, noch hier.
Die nächsten Truppen, die ich sehe, sind hier. Also wir hätten jetzt die Chance, hier Bibracte einzunehmen im Sturmangriff. Und Vicentio. Dann haben wir die hier sehr stark geschwächt. Durch zwei Schlachten haben wir hier jetzt wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Erstmal gleich wieder die Agenten nach Vicentio schicken. Das zeigt jetzt gerade mal wieder, dass es manchmal von Vorteil ist, die Schlachten selbst zu schlagen. Aha, jetzt ziehen sie ihre Truppen zusammen bei Bibracte. Das habe ich mir jetzt gedacht. Wenn wir hier jetzt aber einen Blitzangriff starten, dann auch mit Auto berechnen. Ja, ich sag's nicht gerne, wir haben jetzt zwei Schlachten. Sehr schönes haben die Helvetier hier nämlich die Armee vernichtet. Also die haben bestimmt nicht damit gerechnet, dass wir beide Armeen, also der hat gehofft, dass er die erste Armee in die Reichweite der Garnison schon gebracht gelockt. Das wäre auf jeden Fall als Niederlage für uns ausgegangen. Die zweite hatte sich einfach zu weit vorgewagt und war noch erreichbar für uns. Das war beides. Die hatte sich eingerahmt, es war beide Male ein Schachspiel. Und erstmal hatten wir Glück, dass die an einem Fluss stand mit der Brücke, dass wir die wirklich aufreiben konnten, Schritt für Schritt. Fernkampf halt nur rüberlocken. Kavallerie rüberlocken und dann aufreiben, wobei sich auch gezeigt hat, wie stark die Phalanx ist. Die sind eigentlich am gefährlichsten, wir brauchen dringend mehr Fernkampfeinheiten. Speziell für solche Einheiten. Lemuria. Ports, Enemy, Beton, Haushalt, Expand. Warmer Sommer, Slavenhändler. Boy, Confederation. Jo, verlieren wir hier gerade Einheiten? Das wäre jetzt ein bisschen... So. Genau, hier ist noch eine, da ist noch eine. Jetzt hat die Frage 1, 2, angeschlagen. Wir hier jetzt angreifen. Vor Bibracte und hier einen Endkampf fordern. Und die beiden Armeen zerschlagen. Helvetische Konföderation. Die haben wir hier. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, dass wir hier... die ziehen wir jetzt hier zurück. Schlagen wir hier gegen Vicentio los. Wir haben schon mal was geschafft. Zwei Armeen zerschlagen. Hier unten kommt die vierte Legion anmarschiert. Die jetzt ebenfalls aufgestockt ist. Wie wirken sich denn die Fate Barbarians? Action minus 12, politische Action minus 12.
So. Dann verraten wir die Frau mal, den hier befördern wir jetzt. So. Hier muss es doch einiges geben. Na toll. Politiken Junior, Julia. Gewonnen Typ. Geht's eigentlich noch? Einmal. Zweimal bestechen wir sie erstmal wieder. Und weiter geht's. Auf jeden Fall werden die am Werner die Verluste nicht so schnell auffüllen können, wie sie es gerne hätten. Und was wir jetzt gemacht haben, war ein taktischer Rückzug. Am liebsten hätte ich jetzt Bierprakte direkt angegriffen. Das wäre aber ein langer Kampf geworden. Wenn wir es aus Vicentio schnappen, vielleicht die Stadt auch befreien. Ein avernischer Agent ist zugange. Die werden nicht so lebensmüde sein und hier angreifen. Aha, jetzt schicken sich die Truppen rum. Ja, die eine Armee werden sie jetzt auffüllen im Brakte, das wird klar sein. Jo, den Krieg werden wir auf jeden Fall weiter fechten. Ich glaube auch, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Können wir uns gerade an mich mal austesten, wie sich eine Steuererhöhung auswirken würde. Auf jeden Fall hat sich die Zerschlagung beider avernischer Armeen. Nicht gut ausgewirkt für die Averner. Gnaeus Vespinus Rufus hat dein Alter erreicht. Come on, come on, say. Fail, but attempt. Sehr schön. Wir haben eine Agent entdeckt. Die Ardäsen zerstört. Truppen rekrutiert. Konstruktion Quenzlo Asculum. Krieg erklärt. Helvetia gegen die Boier. Die Ptolemäer kämpfen gegen die Karthager. Ich wage mal zu behaupten, so, wir fangen jetzt mal an mit der Forschung und jetzt schicken wir mal die Truppen nach Norden. Eben, die Helvetier sind jetzt hier am Belagern
von Vifentio. Hier ist nochmal eine helvetische Armee. Jetzt können wir hier nachgucken. So, jetzt marschieren wir mit den Armeen gerade mal hier rüber. Weil hier rekrutieren sie wieder. Jetzt bin ich gespannt, was die Ader machen. Und die Ägypter haben jetzt Karthago den Krieg erklärt, war nicht schlecht. So, hier haben wir 7. Hier können wir den Tempel ausbauen. Und 3 das hier weit erhöhen. Bin ich ja echt mal gespannt. Ja, die schwanken wieder ab. Pazifist. Wie sieht es da mit dem Nachfolger der Partei aus? Melus Dulus General Varo Politiker. Leader, das ist dieser Varo. Synthesium. Für alle Einheiten sehr schön. Feldoffizier. Commander, Family Clan, Political, Adopted Family. Ach so. Jo, machen wir mal weiter. Also Vifentio ist jetzt in der Belagerung durch die Helvetier. Das ist eine Folge der Zerschlagung von 2 arvernischen Armeen, die wir hier durchgezogen haben. Ja, da unten hat sich die andere hingerettet. Und jetzt müssen wir zuschlagen. Das war recht schnell. Ich glaube, die Helvetier werden jetzt Vifentio erobern. Das ist mir auch lieber, wenn die sich das schnappen. Hmm.
jeden Fall die Averna merken, dass sie jetzt in der Defensive sind. Aha, die Sweben haben jetzt. Die Sweben haben eben einen avernischen Flottenverband vertrieben. Ja. Und ich hoffe halt, dass die Massalier sich nicht dazu entschließen, uns in den Rücken zu fallen. Ich hoffe es wirklich. Na, ich glaube, eine Folge werden wir denn noch machen können. Dann ist Schluss für heute. Wir haben heute 8 Folgen abgedreht. Das ist viel. So, ein Sohn ist im Alter, Publius Plautus Aquilia. So, der Krieg erklärt, Beselia, Odrissen, kämpft gegen die Karthager. Der Tempel of Vulcanus haben wir fertig gebaut. Karte Trades. So, die rekrutieren es auch nicht weiter, aber hier unten rekrutieren sie auch nicht weiter. Hier oben wird immer noch belagert. Hier werden wir jetzt kurz aussetzen. Aufgrund des Winters kommt jetzt die 5. Legion auch nicht schnell voran. Ja, 2., 3., 4., 5. 4. fehlt. Order, Public Order. Ja, hier haben wir gleich wieder ein Plus. Auf jeden Fall rekrutieren die Gallier nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich denke mal, die Helvetier werden es in der nächsten Runde auf jeden Fall die Stadt erobern. Es sei denn, die... Okay, die Massalier können eigentlich keine Waffenhilfe geben. Wenn wir es jetzt schaffen würden, die Armeen aus dem Umleit von Bibracte zu vertreiben, dann würde ich jetzt den Angriff sogar noch Zelda leiten, aber nicht so. Außer die Helvetier stürmen jetzt natürlich vor. Das ist natürlich auch noch möglich und beschäftigen die Stadtgarnison, sodass die geschwächt ist. Was wir natürlich immer wieder im Auge behalten müssen, ist der politische... hier unten schlagen sie sich jetzt auch herum. Also die Karthager machen sich gerade auch keine Freunde. Das Königreich der Odrysen. Die sind eigentlich an der Westküste des Schwarzen Meeres, östlich von Konstantinopel, nordöstlich angesiedelt. Die haben sich jetzt auch schon gut ausgebreitet. Und mit denen legen sich die Karthager an. Also je mehr die Feinde Karthager haben, umso mehr kann ich mich natürlich freuen. Jo.
Du wartest erst mal. Also gegen die Turlinki werden wir jetzt bestimmt nicht marschieren. Wir müssen jetzt erstmal hier die Averna zerschlagen. Erstmal eins nach dem anderen, selber stärker werden. Manchmal wieder ein, zwei Armeen aufstellen, um uns auszubreiten. Vielleicht fresse ich ja ein Dilevitz ja auch, ich weiß es noch nicht. Dass ich die einfach auflösen werde. Jetzt ein Leadership. Ja, Junia, die zweite Legion. Wer wurde verwundet? Ja, das kann ja Scipio Asina. Wurde verwundet. Sehr schade. Ja, können wir aber nichts machen. Haben die sich jetzt zurückschlagen lassen von Vivencio? Probieren wir es mal. Ein Autokampf. Oh ja, das hat gesessen. Wir haben mit 9454 angegriffen. 4500 verloren. Söldnereinheit verloren. Eine Prinzeps, 1, 2, oh, die haben looten müssen. 9000 Gefangene gemacht. Aber die zwei Armeen zerschlagen, die Garnisonsarmee schwer beschädigt. Und die Armee ist jetzt verdammt stark. Jetzt sollten wir die Armeen wirklich zusammenrücken lassen. Bei allen drei Legionen einmal legen wir die hier zusammen. Dann die hier zusammenlegen. Dann die hier. Dem hier, die mit dem hier und den hier mit dem hier. Also jetzt haben wir einen Aderlass bei den Truppen. Und zwar einen massiven Aderlass. Es ist sehr wichtig, dass die vierte Legion nachrückt. Aber auch denn die Männer von Bibrakte sehen nämlich auch nicht besser aus. So, und die Legion ist zusammengeschrumpft. Die Legion ist ebenfalls zusammengeschrumpft. Na super. Und die hier? Muss ich gerade auch mal anschauen.
künstlich zusammengequetscht. Nochmal und nochmal. So, jetzt haben wir die Religionen relativ auf Sollstärke. In der nächsten Runde müssten wir angreifen können. Und die Armee hier ernsthaft zerschlagen. Wie sieht es denn hier mit den Söldnertruppen aus? Kriegt jede Einheit Armee ein bisschen Verstärkungstruppen? Und der hier kriegt, wo keine Kavallerie mehr hat, kriegt Kavallerie. So, in der nächsten Runde müssten wir dann fähig sein, wenn wir die hier zerschlagen, dann kann man froh sein, machen wir hier eine Zambewegung, Karnebum, Lillebum. Also hier die drei hier auf jeden Fall. Bibraktik, Karnebum. Dann haben wir den Großteil hier von der Provinz. Und wir hätten dann Visantio abgeschnitten. Und trotzdem müssen wir da recht schnell gucken, dass wir hier die Truppen anpassen, angleichen. Jo, den Cut machen wir gleich. Wollen die, dass wir uns dem Krieg gegen die Massalia anschließen? Da machen wir uns aber auch nicht mit. Also Karthago hat es fertig gebracht, dass sie dass sie hier wirklich mit der halben Balkaninsel jetzt im Krieg stehen. Jo. Gucken wir uns das gleich mal an, aber erstmal mal es abspeichern. This first needs a leadership. So, dann übernehmen hier mal das Kommando.
So, wir werden es doch kurz wie praktisch hier angreifen. Und zwar mit einem... Ja, schön. Die Tochter kommt zum... So, und jetzt machen wir wirklich einen automatischen Kampf. Und mit dem erobern wir jetzt auch Bipraxie und hier machen wir den Cut. Hier sieht man auch, wie schön die Figur hier animiert ist. Hier hat es bestimmt jede Legion Verluste, ja. So. Hier ist abgespeichert. Und wir machen hier jetzt den Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Denn jetzt haben wir Vicentio abgeschnitten. Komplett. Ja, jetzt ist diese Region angekesselt. Und die Averno haben langsam aber sicher ein Kräfteproblem. Oh, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dann, euer Exekutrix.